ich war überzeugt, dass ich die Lampe selber in meinem Zimmer installieren kann. Blöde nur, dass ich eine Eisenzange ohne Gummigriffe verwendete, ohne vorher den Strom abzustellen. Überzeugungen sind ganz, ganz wichtig. Meine Überzeugung prägt meine Entscheidung und diese hat irgendwelche Konsequenzen zur Folge. Viele Leute, die lassen sich total fremd bestimmen, die fällen keine eigenen Entscheidungen und werden von anderen Leuten so entschieden und das ist nicht immer gut. Ganz schlimm ist, wenn zum Beispiel die Eltern dem Kind sagen, oh du kannst nichts, aus dir wird nie was werden und das Kind anfängt diese Lügen zur Überzeugung von sich zu machen. Da wird dieses Kind später schlimme Entscheidungen fällen, die schreckliche Konsequenzen mit sich ziehen. Das ist wie wenn du mit einer Eisenzange ein Kabel kappst, das noch unter Strom steht. Das gibt es einen richtigen Stich ins Leben jedes Mal, wenn aufgrund von falschen Überzeugungen schlechte Entscheide folgen. Ich für mich bin froh, dass ich meine Grundfesten, meine Überzeugungen im Leben von Gott her prägen lassen kann. Gott sagt mir, ich liebe dich, ich bin für dich, ich bin immer da für dich, ich bin ewig schon immer gewesen, werde immer sein, ich gebe dir Sicherheit und so weiter. Da kann kommen, was will, weil ich diese Überzeugung in mir habe, fällt es mir ringer im Leben vorwärts zu gehen. Ich möchte dich fragen, was sind deine Überzeugungen? Sind sie richtig? Sind sie gut für dich? Führen sie zu guten Entscheidungen? Und sind sie von Gott inspiriert? Denn was immer von Gott kommt, das bedeutet Leben. Und er möchte, dass du Überzeugungen in deinem Leben hast, die dir echtes Leben ermöglichen.